Hi, wo ich beim letzten Mal hier ein bisschen weitergemacht habe mit der Verdrahtung vom Sicherungskasten, ist einem Zuschauer aufgefallen, dass ich schon diverse Leitungsschutzschalter und Fehlerstromschutzschalter entsprechend beschriftet habe, einfach so mit einem Stift und handschriftlich. Natürlich ist es maschinell gefertigt, mit einem Labeldrucker viel schöner, wenn man hier 9 mm Bänder hat und so weiter. Und kenne ich auch tatsächlich aus der Ausbildung, wo wir diverse Sachen etikettiert haben, sei es irgendwelche Messinstrumente oder auch Monitore und Rechner, den Abteilungen entsprechend zugeordnet und so weiter. Und der hat mir ein Produkt empfohlen, der Zuschauer, und zwar diesen Labeldrucker hier beispielsweise, welchen ich mir hinsichtlich dessen auch geholt habe. Hier waren tatsächlich 6 Batterien mit dem Lieferumfang enthalten, dann noch ein Schriftband, Etikierband, habe ich jetzt hier genau hier liegen. Ist aber mit einer Breite von 18 mm jetzt in dem Fall. Das kann ich in dem Fall jetzt an der Stelle nicht gebrauchen. Er hat auf jeden Fall gesagt, 9 mm Bänder, die passen hier rein. Deswegen habe ich mir von den 3 Stück bestellt. Den einen habe ich hier schon tatsächlich drinne und wollte mir mit euch das Produkt einmal ansehen und das dann hier einmal für mich selber beschriften und euch das Endresultat zeigen. Ansonsten habe ich natürlich auch, damit man im Sicherungskasten an der Tür beispielsweise die ganzen Sachen hat, entsprechend noch hier so ein Beschriftungsding gemacht, dass ich hier einmal die ganzen Räumlichkeiten per PC so zugeordnet habe, damit es nicht in Vergessenheit gerät und man das immer nachschlagen kann. Auch noch für die weitere Seite natürlich, weil wir haben hier ein bisschen viel. Insgesamt 5 Fehlerstromschutzschalter, dann noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 FILS-Schalter. Rollo-Sachen auch nochmal separat mit den reinklemmen, ein paar Pläne gemacht. Aber es ist schon schön, wenn man hier beispielsweise etikettiert und dann ist gut. Ich hätte auch tatsächlich nicht gedacht, dass das Produkt hier so intuitiv zu bedienen ist. Hier, wie gesagt, die 6 1,5 Volt AA-Batterien, welche mitgeliefert gewesen sind, komplett easy austauschbar. Genauso wie die Patronen beispielsweise. Einfach mit dem Finger hier nach oben machen und dann kann man die auch einfach rausziehen. Das wäre jetzt in dem Fall die 9 mm an Bandbreite, welche ich habe. Ich glaube 30 Meter in der Länge in dem Fall. Und mitgeliefert ist gewesen 18 mm Bandbreite. Und da gibt es aber auch komplett unterschiedliche. Muss man eben gucken, welche man haben möchte. Beim Einsetzen kann man auch nicht viel falsch machen. Zack, einfach reinklicken. Und dann kann man das auch schon so zumachen. Hat hier eine Tastatur, hat Einstellungsmöglichkeiten, hat einen Cursor, rückgängig, okay, Escape, drucken. Und hier das Scherensymbol, um das Band abzuschneiden, welches hier rauskommt beispielsweise. Dann kann ich das einfach einmal anmachen. Und jetzt sehen wir hier auf dem Display steht noch nichts. Da kann man dann zack, W in Großbuchstabe, dann OHN für Wohn einmal draufschreiben, ganz normal. Und das auch entsprechend wieder rückgängig machen oder die gespeicherten oder die Wörter einspeichern hier über ein Speichersymbol. Ich zoome mal ein bisschen näher ran, dann sieht man das noch besser. Hier habe ich auf den Ordner gedrückt, dann kann man es speichern oder öffnen. Da hatte ich auch tatsächlich schon Wohn einmal in der Form abgespeichert und das kann man dann aufrufen oder einfach mit Escape zurück, zurück, zurück und ein neues Wort reinschreiben und solche Geschichten. Ansonsten gibt es hier Einstellungsmöglichkeiten. Hier seht ihr die ganzen Sachen. Da kann ich zum Beispiel einen Buchstabe anklicken. Und ja, wenn man schon drin gewesen ist, dann bleibt er eben auf der Position, wo der war. Ich habe mich halt schon ein bisschen rumgeklickt in dem Fall. Und so kann ich jetzt hier die Schriftart erstmal umstellen, je nachdem, welche Schriftart man haben möchte. Aber da wollte ich etwas recht Normales, da man auch tatsächlich die Breite einstellen kann. Die habe ich jetzt ganz schmal, damit auch richtig viel drauf passt in dem Fall. Ansonsten hat man die Möglichkeit hier auch die Größe der Buchstaben einzustellen oder ihm sagen, er soll automatisch das dem Band entsprechend anpassen, obwohl man da bestimmt aufpassen muss, ob das dann von der Länge her. Aber da kann man auch dann noch mal ein bisschen was machen. Hier der Stil, ob die Schrift so sein soll, gedreht und dann mit Kontur und alles Mögliche. Die Linie, ob das unterstrichen sein soll oder durchgestrichen und alle Möglichkeiten. Und ich mache nur so. Und die Ausrichtung zentriert, rechtsbündig oder linksbündig. Ich mache in dem Fall mal linksbündig. Und das ist auch schon alles dann mit OK bestätigen. Und hier haben wir noch das mit dem Band.
Und da können wir jetzt die Länge einstellen, dass er maximal 30 mm lang sein soll. Kann man ja bemitteln, je nachdem, wo man das halt reinmacht. Der S-Schalter sind relativ schmal und so, dass er dann nicht mehr macht. Und dann passt er bestimmt automatisch auch die Schriftgröße entsprechend an. Muss ich selber mal gucken. Und ob der Rand Kettendruck sein soll oder voll oder halb oder schmal. Naja, damit man eben noch Abstände hat vom Band. Aber das ist jetzt in meinem Fall verschwenderisch. Ich mache einfach mal Kettendruck. Okay. Und dann schreibe ich hier jetzt mit den Einstellungen mal tatsächlich Wohn. Für Wohnzimmer einmal drauf. Gehe auf Drucken. Hier in dem Fall. Ich zoome mal ein bisschen raus. Jetzt können wir das komplette Gerät einmal sehen. Drucken. Dann fragt er nochmal, wie viele Kopien gemacht werden sollen. Kann man, jetzt ist ja Kettendruck, aber ich mache mal einmal. Drucken. Und jetzt kommt es auch schon raus. Dann kann man abschneiden. Zack. Und so sieht das Ganze jetzt in dem Fall aus. Ist wirklich ziemlich klein geworden. Und 9 mm. Aber so passt das auf jeden Fall. Das ist jetzt automatisch die Größe angepasst, dem Band entsprechend. Und der Schrift da, dass das so dünn ist, so wie ich das haben wollte. Und sonst kann man hier auch, er fragt sogar Vorlauf okay. Und dann schreibt man okay, Bandvorlauf bitte warten. Ah, der Vorlauf war nicht gegeben, deswegen, weil ich das gerade eben neu eingesetzt habe. Jetzt nochmal, wenn ich Drucken mache, zack, einmal, dann hat man hier nochmal ein bisschen was zum Festhalten an der Seite. Hier beispielsweise. Und dann kann man das abziehen. Und jetzt ist das hier. Kann man dann so machen. Und man kann auch Escape machen, dann macht er keinen automatischen Vorlauf. Alles klar. Ja, wie gesagt, ich habe es auch jetzt. Jetzt werde ich mich dran versuchen zu gucken, wie das dann entsprechend ist. Und dann beschrifte ich das und dann sehen wir weiter. Also auf den ersten Metern, so wie ich das jetzt in dem Fall beschrifte, mit Wohngäste und dann kommt Flur. Ich mache das immer, ich muss gar nicht abschneiden, ich klebe es einfach rüber und dann ist alles gut. Garten wird eh abgedeckt, da muss ich Reserve hinschreiben, weil es Abänderungen gegeben hat und so weiter. Aber das mit dem Einkleben ist optimal. Die Schriftgröße ist richtig, richtig gut, so wie ich das gemacht habe, dass ich die automatisch gewählt habe. Aufgrund dessen, dass ich die Buchstaben so schmal gemacht habe, passt es auf jeden Fall. Bei Reserve kann man die Buchstaben dann ein bisschen breiter machen, damit es nicht so gequetscht aussieht. Aber da merkt man auf jeden Fall, dass man so gute Möglichkeiten hat. Und dann mache ich einfach jetzt weiter den Vorlauf, den brauche ich jetzt in dem Fall so nicht. Und dann einfach zurück, zurück, zurück. Und dann per Großbuchstabe, auch schön, dass man hier die Umlaute hat und so. Und dann muss ich F, L, U, R und dann einfach drucken, zack, einmal. Und dann kommt es hier links auch schon raus. Ich kann das an der Stelle abschneiden, jedes Gerät beiseite legen. Dann hier die beiden Sachen einmal abziehen. Also hier sind einmal in der Mitte, muss man das entsprechend so auseinander machen. Und dann geht das eine Klebeding ab und dann das andere. Und dann kann ich das entsprechend hier ganz ordentlich aufkleben. Mittig vom LS-Schalter in einer Flucht. Zack. Und das andere wird dann Reserve. Und so würde ich sagen, sieht es dann am Ende optimal aus. Dann kann man die hier hochklappen. Zack, zack, zack. Und kann man von vorne richtig gut lesen. So, dann werde ich das einmal abändern. Flur kann ich dann in dem Fall jetzt rauslöschen und schreibe da einfach mal Reserve hin. Und jetzt gehe ich hier auf die Buchstaben. Jetzt hatte ich das hier auf ein halb beispielsweise. Und jetzt mache ich normal, zack. Einmal bestätigen und dann drucken, zack. Und jetzt gucken wir mal, ob das am Ende passt. Nee. Hier steht nur RES. Habe ich eventuell die Länge des Bandes eigenartig gemacht? Ich gehe mal auf Band. Ah, genau. Ich habe hier Länge auf 30 mm eingestellt, dass er da abschneiden soll. Ich mache den mal auf Auto. Zack. Jetzt drücke ich nochmal. Kann vorkommen. Und jetzt macht er. Hat er einmal den Rest gemacht. Jetzt müsste der Reserve einmal kommen. Hä? So, und das mit dem Kettendruck, das mache ich auch. Ich mache mal hier auf schmal. Und jetzt sagt er auch, dass er 31 mm benötigt.
Ich drucke dieses Reserve-Etikett einmal. Genau, musste ich jetzt nur abschneiden, aber so sieht es aus. Da hat er noch einen Rest drauf gemacht, was ihm eben noch gefehlt hat. Und dann ist gut, kann man dann anpassen. Würde das denn in Ordnung aussehen? Ja, würde. Ich werde es, naja, ich schneide das, glaube ich, oder ich mache es einfach nochmal. Ich druck den einfach nochmal. Zack. Und nehme das komplette Stück jetzt. Genau, jetzt haben wir es ohne dieses Reserve, was am Anfang noch da gewesen ist. Und klebe mir das einmal hin und dann kommt FI1. Hier steht FIUG1, aber ich werde auch noch die Bezeichnung hinschreiben. 1Q1 oder wie ich das genannt habe. Und dann sieht man noch viel besser vom Plan her, um welchen FI es sich handelt. Ja, das sieht schön mittig aus. Schöne Reserve. Wenn man keine Reserve mehr hat, kann man es auch überetikieren oder abreißen, die ersten beiden und neu kleben und dann ist auch gut. Genau, und so mache ich jetzt weiter. Ey, man denkt, es ist nur ein LS-Schalter, da passt gar nicht so viel drauf. Aber diese Etiketten, die sind so gut, so dass ich jetzt beispielsweise in dem Fall hier einmal Kühlschrank und Gefrierschrank hinschreiben konnte. GS wäre ja Geschirrspüler, deswegen habe ich hier Gefrier und hier KS im Vorfeld hingeschrieben. Und jetzt beispielsweise hier direkt mit zwei Zeilen. Und jetzt geht es auf jeden Fall weiter. Ich zeige einmal, wie ich das gemacht habe. Ich muss jetzt sowieso Backofen schreiben. Ich hoffe, man kann ein bisschen was erkennen zumindest. Da muss man einfach beispielsweise großes B, dann A, C, K und dann einfach hier auf Enter, wie man es kennt, mit der Leertaste, ne, zack. Und dann macht er die zweite Zeile und da schreibe ich jetzt einfach Ofen hin. Dann gucke ich nochmal wegen der Schrift. Hier muss es jetzt nicht so klein sein, ein größer, weil sonst ist es zu klein, aber so ist okay. Und jetzt drucken und dann spuckt das aus. Und jetzt habe ich hier Backofen. Zwar richtig klein, aber wenn man nah rangeht, dann erkennt man das auf jeden Fall. Bloß das Ding ist, ich mache hier noch einen Bindestrich hin, ist mir gerade aufgefallen. Einfach hier Großschreibtaste und dann auf die 0 und dann nochmal drucken. Ja, kann vorkommen. Und jetzt habe ich hier Backofen mit einem Bindestrich. So, jetzt bin ich hier beispielsweise mit der Beschriftung fertig. Habe tatsächlich auch in dem Fall Garage Unterverteilung beschriftet. Dann geht es hier weiter mit dem Fehlerstromschutzschalter, wo wir Reserve, Flur, Gäste und Wohn haben. Also hätte ich auch Wohn-S hinschreiben können, aber ist egal jetzt. Habe erst im später gemerkt, dass das mit zwei Zeilen funktioniert. Naja, wie auch immer. Dann haben wir einen zweiten FI für Untergeschoss mit Kochfeld, Küche. Da muss man ein bisschen näher rangehen, Kühlschrank und Gefrierschrank. Dann geht es weiter runter mit dem dritten Untergeschoss FI für Küchenzeile, Backofen, Reserveofen, weil für Mikrowelle gegebenenfalls, darunter ist noch eine Steckdose, die separat abgesichert ist. Geschirrspüler, hinter der Spüle noch zwei separat abgesicherte Steckdosen und die Kochinsel, also wenn man da zwei Steckdosen oder so haben möchte in der Kochinsel. Dann geht es weiter runter mit Obergeschoss, einmal Flur, Kind 1, 2 und 3, Schlafzimmer und Abstellraum. FI4, Kombination aus Unter- und Obergeschoss, da haben wir Dachboden, dann entsprechend Heizkreis für unten, Heizkreis für oben, Server, Waschmaschine und Reserve und dann noch die FILS-Schalter in dem Fall, da haben wir einmal Bad-Untergeschoss, Bad-Obergeschoss, Hauswirtschaftsraum, separat abgesicherte Geräte im Hauswirtschaftsraum, Außensteckdosen und Außenlampen und für die Außensteckdosen natürlich auch noch ein REC-Schalter, weil nach DIN VDE 0815 ist es ja verboten, über einen Leitungsschutzschalter solche Geschichten ein- und auszuschalten. Deswegen habe ich hier noch einen REC-Schalter verbaut, falls man schaltet, in Urlaub fährt. Normalerweise könnte man auch hier, aber wie gesagt, DIN VDE, ne? Naja, gut. Und ja, Dimmerungsschalter kommt eh in die Garage rein und Zeitschaltuhr.
muss ich jetzt nicht zwangsläufig beschriften. So passt das erstmal. Und die Geschichte lasse ich in dem Fall jetzt auch so, wie ich das in dem Fall handsigniert habe. Mit Wohn-, Ess-, Küche und alles Mögliche, was wir hier für die Relais haben. Das passt jetzt in dem Fall an der Stelle. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, damit zu arbeiten. Danke an den Zuschauer, welcher mir genau dieses Produkt hier empfohlen hat. Ich bin damit, mein erster Eindruck war extrem gut, dass es so intuitiv und einfach ist und alles. Was für Schriftgrößen du hier machen kannst, um das dementsprechend noch gut lesen zu können und auszuschreiben und wie viele Möglichkeiten hier drin stecken und alles. Deswegen werde ich das Produkt und das 9mm Band, so ein Dreier-Set in der Videobeschreibung verlinken. Das war's dann mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.